Moinsen, meine Meisters und Meisterinen. Ein ganz, ganz wackeliges und komisches Format, was wir jetzt machen. Das liegt an folgendem Grund. Ich bin in die Schweiz gereist zum guten Jay nach Luzern. Ich zeige euch mal einmal kurz den Lachs. Hier haben wir den Lachs. Es ist sehr schön hier, Freunde. Wenn ihr noch nicht in der Schweiz wart, dann würde ich euch empfehlen, kommt auf jeden Fall mal vorbei nach Luzern und besucht den dicken Papa-Bär Jay. Macht da auf jeden Fall nichts falsch mit. Und der Grund, warum ich jetzt hier so ein verwackeltes Tablet-Video mit einem iPad mache, ist folgender. Mein Bruder hat ganze Equipment, Laptop und Mic und Kamera und alles, hat er in seinem Zimmer. Er ist nicht in meinem Zimmer, weil er ist mit seiner Freundin, wäre ein bisschen sassy, buki, ihr wisst, was ich meine. Der macht gerade einen Powernap. Wir haben Uhrzeit gerade 15.40 Uhr und der pennt jetzt gerade. Und ich hatte ein bisschen Tatendrang, weil ich sitze hier in meinem Zimmer, wollte eigentlich auch pennen und kann nicht. Und jedenfalls habe ich mir gedacht, komm, dann willst du jetzt mal ein bisschen arbeiten. Dann habe ich ihn gerade angerufen und habe gesagt, Bro, mach mir mal hier die Equipment klar und so. Aber der ist voll in der Matrix und voll nebulös. Und der pennt. So, dann habe ich gesagt, weißt du was, ich habe jetzt irgendwie Bock zu arbeiten, also mache ich jetzt ein Video. Und das wird jetzt eine kleine Story. Wir machen das, übrigens, sorry für jeden, dem ich gerade Zeit klau, der nicht Crypto-Gang so intern ist, der jetzt glaubt, wir machen jetzt hier gerade ein News-Video oder so. Das ist es nicht. Das ist eine kleine Ankündigung für Gang-interne Leute, Freunde. Also die, die schon mit der Gang intern vertraut sind. So. Hatten wir folgende Situation, die OGs von euch, die auf dem Kanal so involviert sind, die wissen ja, wir hatten jetzt die Thematik und Diskussion ICOs. Das war, glaube ich, im vorletzten Video. Wenn ich das gleich technisch hinbekomme, beim Hochladen das zu verlinken, dann verlinke ich es euch. Aber ich mache es gerade das erste Mal in meinem Leben, Video mit einem iPad, super sus übrigens. Und da glaube ich, dass ich das auf jeden Fall nicht hinbekommen werde. Es geht aber um Folgendes. Vorletztes Video, das war das Q&A, da hatten wir dann auch kurz die Thematik ICOs. Und Marcel, warum stellst du denn nicht mehr ICOs vor? Warum machst du nur eine ICO? Und jetzt wird die Miene hier immer länger. Seht ihr das? So, ich lasse mich zu schnell ablenken. Jedenfalls habe ich euch dann erklärt, ja, Freunde, so und so ist das und du wirst hier, ich will dir fast gar nicht wieder aufmachen, du wirst hier gehatet und du wirst hier ein bisschen rumgeheult, haben ja auch viele geschrieben, Digga, heul doch nicht so rum, Alter, gibt andere Probleme im Leben. Habt ihr auf jeden Fall recht. Wie gesagt, jetzt bin ich bei Papa Bear Jay in der Schweiz angekommen, die mir auf Insta folgen, die haben es ja mitbekommen und haben es gesehen. Wir waren ja auch schon ein bisschen unterwegs, waren lecker essen und so und jedenfalls haben wir auch so ein bisschen über diese Thematik gesprochen, ne? Weil Jay hat zu mir gesagt, hör mal, Marcel, warum zum Teufel ist dir das so wichtig, was Leute außerhalb der Gang von dir denken oder von deiner Arbeit denken? Weil am Ende, wenn du eine ICO vorstellst, nur kurze Erklärung, wir haben ja eine ICO am Laufen, die MNG Global, und ich hatte ja gesagt, ich möchte aktuell keine weitere ICO machen, weil ich hier keinen Bock auf den Hate habe und die ganzen Anschuldigungen und so. Und Jay, Papa Bear Jay, Swiss Crypto Jay, hat gesagt im Restaurant, Brudi, du machst es doch für die Community, für die Leute und nicht für die, die das scheiße finden. Für die machst du es doch nicht. Das heißt, du willst den Leuten, die es sehen wollen, also deiner Gang, willst du diesen Benefit jetzt wegnehmen, indem du eine neue geile ICO vorstellst, einfach nur, weil du nicht möchtest, dass die dich haten, die dich so oder so haten? Die haten mich doch sowieso. Und da hat es irgendwie Klick gemacht. Und ich habe mir gedacht, ey, ich mache diese Videos und egal welches Video, ob es jetzt ein ICO ist, irgendeine neue Chance oder was weiß ich, oder ein normales Video, das mache ich doch für euch, für die Gang, für die Community und nicht für die, die sowieso belanglos rumhaten. Die ganze Zeit, egal was du machst, du kannst es ihnen ja nicht recht machen. Wenn ich ein ICO vorstelle, dann heißt es wieder, ah, guck mal, der stellt ein ICO vor. Da geht es wieder nur um die Kohle. Stelle ich kein ICO vor, heißt es, haha, guck mal, der zieht den Schwanz ein, jetzt traut er sich nicht mehr. Also wie du es machst, machst du es ja sowieso falsch. Und da hat mir Jay irgendwie die Augen geöffnet. Und deswegen mache ich jetzt gerade dieses kurze, super sassy, bookige Gelaber-Video, in dem ich euch, der Community, dem Kern, die, die wissen, worum es geht, mitteile, Scheiße, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, Freunde, wisst ihr was? Ich habe es mir nochmal überlegt. Zweite ICO machen wir. Also habe ich mir jetzt mal gesagt. Ich weiß auch schon tatsächlich, welche es wird. Das verkündige ich euch jetzt natürlich nicht hier mit einem Tablet-Video. Das machen wir dann vernünftig. Vielleicht drehe ich das auch jetzt noch hier, während wir in der Schweiz sind. Vielleicht mache ich das mit Jay zusammen oder wie auch immer. Aber jedenfalls habe ich mir gedacht, ich mache es doch für euch, für die Community. Ich mache es doch für uns, fürs Kollektiv, für die, die es haben wollen und nicht für die, die es nicht haben wollen. Und die, die es nicht haben wollen und es nicht hören wollen, die sollen doch einfach weghören oder einfach nicht den Kanal gucken. Wisst ihr, was ich meine? Das ist jetzt gerade so der Augenöffner, den Jay
Jay mir gegeben hat. Dafür möchte ich dir danken, Jay. Und dafür gibt es wahrscheinlich auch viele von der Gang, die dir danken, weil das bedeutet, wir machen bald doch eine zweite ICO. Scheiß doch der Hund was drauf. Wir haben doch was davon. Wir profitieren doch davon. Ist doch ein geiler Lachs. Scheiß doch was drauf, was hier der Dieter denkt. Der Dieter. Also nicht der Dieter, der auch froh ist, dass wir es machen, sondern den einen Dieter, meine ich, der keinen Bock hat, dass wir es machen. Juckt doch nicht. So. Und das wollte ich euch mitteilen, liebe Freunde. Keine Ahnung, wie Soundqualitäten alles ist, ist mir egal. Ich lade das einfach so hoch. Luzern, die Luft ist schön und die Luft wird demnach auch bald bei uns schön, weil, wie ihr sagt, ich wiederhole das jetzt irgendwie zum fünften Mal. Ich habe jetzt wirklich zu viel Energy wieder heute. Wollte euch nur mitteilen, zweite ICO, liebe Freunde, machen wir, weil ich mir jetzt doch gedacht habe, weißt du was, scheiß doch drauf, was sie denken. Weil die haten wollen, die haten doch sowieso. Und demnach würde ich sagen, ist das Gelaber vorbei. Ihr wisst Bescheid, ich hab's euch mitgeteilt, machen wir. Und ich lasse mir jetzt ein dickeres Fell wachsen. Ich würde sagen, ich bin wieder raus, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, Freunde.